Das hat uns schon mal ein wenig weitergeholfen. Meistersuppe ist Qualität. Ich will meine Fingerabdrücke nicht darauf hinterlassen. Irgendwie muss ich die Sachen nur miteinander verbinden. Es geht um ihn, es geht bei ihm weiter. Und wenn ich jetzt Murray mit ihm benutze? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Leider kann ich Murray nicht damit benutzen. Wie genau... Nein. Tarotkarten. Wie ging das denn jetzt hier weiter? Darauf kann ich kein Licht werfen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Darauf kann ich kein Licht werfen. Und wenn ich jetzt Mary bin, so benutze? Hey, pass auf die Hände auf! Er kann einfach nicht aufhören zu jammern. Ich will jetzt nicht mit Murray in ein Gespräch verwickelt werden. Hey, pass auf die Hände auf! Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal mit ihm reden? Ich bin's nochmal. Der Kerl, der nicht in der Meistersuppegruft eingeschlossen ist. Was willst du? Komm und sieh durch den Spalt. Auf keinen Fall, Freundchen. Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt. Dann zeige mir deine grässliche Fratze. Jetzt gerade nicht. Du bist kein Geist. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Oder muss ich hier vielleicht... Das funktioniert sogar. Und es scheint die richtige Höhe zu haben. Okay. Hey, Murray, sei furchterregend. Okay. Buh. Ich bin einer der lebenden Toten. Fürchte mich! Erlöse mich! Hey! Sieh mich an! Ich bin ein Geist! Hier! Das ist einfach erbärmlich. Warum hat er jetzt keine Angst? Das war doch schon mal gar nicht so schlecht, oder nicht? Schatten. Mein Schatten wird an die Rückwand geworfen. Nein. Ich bin's nochmal. Der Kerl, der nicht in der Meistersuppegruft eingeschlossen ist. Was willst du? Komm und sieh durch den Spalt. Auf keinen Fall, Freundchen. Lass mich aus dieser Gruft heraus! Lasst mich einfach in Ruhe meine Horrorromane lesen. Ich werde dich heimsuchen, bis du mich freilässt. So, du behauptest also, ein Geist zu sein. Natürlich bin ich das. Kannst du nicht meinen gespenstischen Umriss auf der Wand hinter dir sehen? Ach, jetzt endlich! Das? Das ist nicht der Umriss eines brutal gemarterten Geistes aus dem Jenseits. Nun? Da ist ein Bild eines Geistes in meiner Ausgabe von Die Maske in der roten Matsche. Große leere Augenhöhlen, ein zahniges, gewissenloses Grinsen, glühendes inneres Feuer. So muss ein Geist aussehen. Du hast die Silhouette eines mageren Klappergestells. Ich werde jetzt im Dunkeln schmollen. Okay, vielleicht klappt es ja jetzt, wenn ich Murray davor halte.
Mary, zeig, was du kannst. Okay. Buh. Sterblicher Dummkopf, befreie mich aus diesem elenden Grab. Ich muss freigelassen werden, oder ich werde dich ewig verfolgen. Ich werde deine Schlüssel unter den Kissen deiner Polstermöbel verstecken. Und nie mehr wirst du Socken finden, die zusammengehören. Alles klar. Warte, ich komme. Gute Arbeit, Mary. Ich war schrecklich, nicht wahr? Meine dämonischen Kräfte haben mich allmächtig gemacht. Oh, sieht aus, als hätte die Laterne kein Öl mehr. Da, sie ist offen. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich in Frieden. Okay. Sie hat kein Öl mehr. Sie ist nutzlos jetzt, wo sie leer ist. Wenn du so meinst. Aber da die Tür jetzt vorne offen ist... Ach, das war nur... Das Tafel. Stan! Hey, Guybrush! Das sind aber viele Skelette. Oh. Schnell, zieh einem den Kopf ab und stecke mich auf das Rückgrat. Ich glaube nicht, dass ich dich frei herumlaufen lassen möchte, Mary. Oh, bitte. Ich verschwinde hier besser. Nun, Mary, bist du bereit, unser berauschendes Abenteuer fortzusetzen? Mary? Wo ist der hin? Oh, Mary ist weg. Es ist Stan. Du hast mich überzeugt. Ich will eine Versicherung abschließen. Eine kluge Wahl. Und eine, die du nicht so schnell bereuen wirst. Die Frage ist nicht, ob du dir eine Versicherungspolice leisten kannst oder nicht, sondern ob du es dir leisten kannst, keine zu haben. Wo wir gerade dabei sind. Kannst du dir eine Versicherungspolice leisten? Nun, wie viel kostet sie denn? Oh, das hängt von einer Reihe Faktoren ab. Wie hoch die Deckungssumme sein soll, wie viel du ausgeben willst. All diese hochkomplizierten fließenden Gleichungen und so weiter. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Ich frage dich nur eins. Wie viel Geld hast du? Nun, ich habe dieses Spielgeld. Ja. Vielleicht habe ich dich ein wenig durcheinander gebracht. Obwohl mich nichts mehr erfreuen würde, als dich hier herauszuschicken mit dem Seelenfrieden, das für deine Familie im unwahrscheinlichen Fall deines Todes gesorgt ist, muss ich hier ein Geschäft führen. Wenn du mir nicht wenigstens eine Bürgschaft vorweisen kannst, kann ich dir keine Police geben. Was haben wir denn? Kühlschrankmagnet! Diesen einzigartigen Big Whoop Kühlschrankmagnet. Von Sammlern begehrt. Du scherzt wohl. Nein, Meister, warum nicht? Der Piratenzahn. Dieses authentische Piratenüberbleibsel. Ein originaler Zahn eines echten Piraten. Einzigartig. Ist das echtes Gold? Das Beste weit und breit. Nicht mal mehr Spucke drauf. Nun fängst du an, meine Sprache zu sprechen. In Ordnung. Lass uns einen umfassenden Plan ausarbeiten, der deinen Bedürfnissen entspricht. Und du kannst sicher sein, dass deine Familie nach deinem bedauerlichen Ableben gut versorgt ist. Was genau sind die Bedingungen dieses Plans? Es ist ganz einfach, mein Sohn. Wenn du stirbst, bekommt der Besitzer dieser Police eine Riesenmenge Geld. Eine Riesenmenge Geld? Puh, ist genau das richtige Wort dafür. Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich. Okay. Ich möchte jetzt nur nicht dafür aufkommen, wenn ich dann sterbe.